So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch am Mittag. Ich warte noch gerade auf die Kollegen, die das zweite Foto machen möchten. Dankeschön. Herzlich willkommen zum Pressegespräch am Mittag. Die Predigt von Kardinal Marx haben Sie alle heute Morgen gehört oder zumindest das gelesen, was wir zusammengefasst haben. Erzbischof Warder war auch schon hier. Morgen früh wird Herr Kardinal Wölki predigen. Wir werden ein Manuskript von ihm heute Abend ganz spät oder morgen früh verschicken, nur dass Sie vorgewarnt sind. Und morgen Mittag wird dann Kardinal Wölki mit einigen weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern über den Studientag der Vollversammlung zum Thema Caritas und Armut informieren. Wir haben einen spannenden Wahlmarathon heute Vormittag hinter uns. Im Laufe des späteren Nachmittags, frühen Abends werde ich noch über die Ergebnisse der Wahlen in den bischöflichen Kommissionen, den neuen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden informieren, weil das heute Nachmittag der Wahlmodus oder der Wahlmarathon noch ein bisschen weitergeht. Heute geht eine lange Arbeit zu Ende. Ich freue mich sehr, den früheren Bischof von Erfurt, Dr. Joachim Wanke, zu begrüßen, der das Projekt Einheitsübersetzung Revision über viele Jahre erfolgreich geleitet hat und heute in der glücklichen Lage ist, zum ersten Mal die neue Einheitsübersetzung in der Hand zu haben. Ich begrüße herzlich Herrn Bischof Dr. Hofmann, den Vorsitzenden der Liturgiekommission, der sich für die Implementierung der Einheitsübersetzung in liturgischen Büchern kümmern muss. Und Frau Dr. Brockmüller, sie ist die geschäftsführende Direktorin des katholischen Bibelwerkes, also da, wo die Einheitsübersetzung koordiniert wird und demnächst herauskommt. Der Herr Traub vom Verlag Katholisches Bibelwerk, der das Ganze auf den Markt bringen muss mit seinem Kollegen, sitzt auch noch unter uns. Herr Bischof Wanke, ich darf Sie um Ihr Wort bitten. Sie haben alle das erste druckfrische Exemplar in der Hand. Wenn Sie noch ganz kurz schauen, im Innentext vor dem Inhalt steht extra Musterexemplar, limitierter Sonderdruck. Das ist schon was Besonderes. Herr Bischof Wanke, Sie haben das Wort. Ja. Vielen Dank. Auch meinerseits grüße ich Sie. Danke für Ihr Interesse an dieser Präsentation. Für mich ist das in der Tat ein bewegender Augenblick. Viele Jahre Arbeit stecken hier in dieser Revision des Bibeltextes. Aber ich muss sagen, es war eine Zeit, in der man auch reich beschenkt wurde und nicht zuletzt auch viel gelernt hat. Es gibt viel Sachkompetenz unter den deutschen Exegeten. Und ich muss sagen, katholischerseits haben die meisten hier auch mitgewirkt, je nach ihrem Fach- und Spezialgebieten. Und das war ein gutes gemeinsames Werk. Sie haben 4 Seiten vor sich liegen. Mein Statement will ich nicht ganz vortragen. Es steht zu Ihrer Verfügung. Ich möchte zunächst noch mal aufmerksam machen, Einheitsübersetzung, nicht? Das ist die gemeinsame Übersetzung der Katholiken deutscher Zunge. Das ist vor dem Konzil entstanden. Wir hatten vor, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, die jeweiligen Diözesanversionen der Heiligen Schrift, die benutzt wurden. Und im Vorfeld des Zweiten Vatikanums ist dann der Gedanke gekommen, der einen deutschen Übersetzung. Später ist das dann auch übertragen worden. Es ist die gemeinsame Bibel der evangelisch-katholischen Christen. Das war aber die gegenseitige Anerkennung dann, die seinerzeit erfolgte bezüglich des Neuen Testamentes und der Psalmen. Und wir nehmen an, dass das auch Zukunft dann für die Gottesdienste und ökumenischen Ereignisse auch so passieren wird. Also das eingangs nochmal zur Klarstellung, warum eine Revision, und vielleicht ist wichtig, das Stichwort auch moderate Revisionen auch im Hinterkopf zu haben. Erstens ist die Einheitsübersetzung sehr gut gewesen und sie ist heute noch gut. Sie ist in den 60er Jahren ja konzipiert und dann, Geschichte wird nochmal hinten im Anhang gleich Anfang auch beschrieben, dann verabschiedet worden, 30 Jahre im Gebrauch. Es ist so, die Bibelwissenschaften arbeiten weiter in verschiedenster fachlicher Hinsicht. Unsere Sprache verändert sich, was wir meistens erst im Nachhinein und im Rückblick bemerken. Und es ist so, dass vielleicht auch die Verständlichkeit eines Textes
immer auch präziser zum Ausdruck gebracht werden kann. Übersetzungen sind immer auch, wenn Sie so wollen, Interpretationen, Auslegungen. Und man kommt mit Übersetzungen nie an ein Ende, weil man, wenn man sozusagen den Urtext überträgt in die Gegenwart, es immer neu der Überlegung bedarf, was will der Text sagen und wie kann es so ausgedrückt werden, dass es in der Gegenwart verständlich ist. Also die Revision einfach geschuldet dem Ablauf der Zeit. Es ist eine moderate Revision, also keine neue Übersetzung, weil wir in vieler Hinsicht die Einheitsübersetzung, die bisherige, respektiert haben, weithin auch übernommen haben. Aber es sind doch charakteristische Eingriffe da, die in verschiedener Hinsicht auch den Charakter dieses Textes verändern. Und da nenne ich in sprachlicher Hinsicht, also es ist näher am Urtext. Hier der Verlag hat dieses Stichwort draufgeschrieben, genau. Und das meint näher am Urtext. Also zum Beispiel Füllworte, Signalworte aus dem Hebräischen, dem Griechischen, das berühmte biblische und siehe. Nicht? Das klingt altmodisch, aber ist ein wichtiges Signalwort auch, um sozusagen den Leser mitzunehmen und die Übergänge zu gestalten. Oder dieses schöne Modewort damals, betroffen sein. Das war so eine 60er, 70er Jahre. Das haben wir auch so übersetzt und neu. Sie waren erstaunt, die Menge, über die Lehre. Ja, entsetzt über das, was er beansprucht. Das trifft eher genau das, was das griechische Wort sagen will. Und so sind es eine ganze Reihe anderer Worte auch. Bibelwissenschaften schreiten voran. Wir haben die Textgrundlagen nochmal neu überprüft. Zum Beispiel bei Jesus Sirach ist ein umfänglicher Text jetzt zugrunde gelegt, der die Septuaginta, also die griechische Ausgabe der Bibel, berücksichtigt. Und vieles in der Hebraika, die neuesten Ausgaben sind benutzt worden, sind berücksichtigt worden. Bei Nestler Aland, der griechischen Fachausgabe, ist die 28. Auflage auch berücksichtigt worden. Da sind freilich im Wesentlichen die Dinge geblieben, weil diese Feinheiten dann in der Übersetzung, die dort vermerkt sind, nicht so beachtet werden mussten. Ja, das sind vielleicht die wichtigsten Dinge. Und dann eben, ich möchte mal sagen, die Revision wirkt in ihrer Sprache biblischer. Den Mut haben wir gehabt. Wir sind näher an der Ursprache, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch dran. Aber in einer Weise, die dann doch verständlich bleibt, sind zum Beispiel biblische Bilder, Metaphern wiederhergestellt worden, die in der, sagen wir mal, die alte Einheitsübersetzung war eine gehobene Umgangssprache, die manches dann geglättet und weggebügelt hat, weil man meinte, das sei für den heutigen Hörer nicht zumutbar. Manche Dinge sprechen. Und da ist es ohne Zweifel so, das ist ja auch literarisch erstaunlich, dass ein solches Buch, manchmal 2.500 Jahre alt, bis heute verständlich bleibt. Und diese ursprüngliche Kraft, den Glanz der biblischen Bilder, Metaphern und Worte, der sollte neu zum Ausdruck kommen. Ja, und dann ist auch wichtig das Beiwerk, die Gliederungen, die Einteilungen, die Einleitungen auch, die noch einmal den Stand der Einleitungswissenschaft ein Stückchen referieren, die Vergleichstellen, das ist mit am schwierigsten, aber dass der Leser einen ersten Einstieg findet und auch querliest. Und auch die Konkordanz, wie die Fachleute sagen, also die gleiche Übersetzungsweise bestimmter Schlüsselworte, die ist auch zu beachten, zumindest in den großen Gruppen der biblischen Texte, Prophetentexte, Evangelientradition, paulinische, nachpaulinische Tradition. Wie es organisiert war, ist beschrieben in meinem Statement. Wir haben, wie gesagt, einen Großteil der deutschen katholischen Exegeten, Alt- und Neutestamentler gewinnen können. Es waren eine große Bereitschaft da. Manche sind gestorben drüber, manche haben aufgegeben, weil sie andere Belastungen, wie zum Beispiel Rektorate,
hatten. Und da sind andere eingesprungen. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Damen und Herren danken, die da mitgewirkt haben. Und sie haben, glaube ich, so wie es auch eine Erstausgabe des Textes als Dank mit einem schönen Brief des Vorsitzenden bekommen. Die haben zugearbeitet einem sogenannten Leitungsgremium, das bestand anfänglich unter der Leitung des leider so früh verstorbenen Südtiroler Bischofs Egger. Ich bin in seine Nachfolge dann eingetreten. Offizielle Mitglieder war dann Erzbischof Kotgasser von Salzburg und der Weihbischof Gechter von Solothurn-Basel. Und dann waren Fachleute mit dabei für das Alte Testament, Pater Adrian Schenker, ein Dominikaner, ein wandelndes Lexikon, gestaunt ob seiner philologischen Kenntnisse, ein liebenswürdiger Mann. Der Professor Marböck aus Österreich, dann Zenger, hat uns viel noch helfen können, leider auch so früh verstorben. Dann im Neutestament war Professor Gnilka dabei, der seinerzeit noch bei der ersten Einheitsübersetzung Münchner Exeget mitgearbeitet hat. Und dann der Pater Zeilinger aus Österreich, Wilhelm Pesch, der auch jetzt inzwischen verstorben ist. Er ist noch mit als Neutestamentler eingesprungen. Ja, ich habe ihm gesagt, wir müssen das fertig kriegen, die Revision, sonst sterben wir noch vorher. Darum ist die Stunde auch eine Stunde der Freude jetzt. Die Leitungsgruppe hat das dann durchgesehen, die Revisionsvorschläge wieder rückgekoppelt, wieder die Stellungnahme auch des Einzelnen zu den, ja, das meiste wurde angenommen, die bei Rückfragen, gab schon manchmal so knifflige Dinge. Und Sie wissen, so ein echter Wissenschaftler, der steht dann zu seinen Thesen. Aber es ist wirklich einvernehmlich auch zwischen Revisoren dieser Leitungsgruppe alles gelöst worden. Auch da muss ich sagen, es war ein angenehmes Arbeiten in dieser Leitung. Es sind 30 Sitzungen etwa gewesen, zu zwei bis drei Tagen. Da steckt schon einiges drin und man muss so, das Sekretariat in Bonn hat uns sehr aufmerksam geholfen und Gottlob, dass es Computer gibt und manche anderen Dinge. Dann kamen die offiziellen kirchlichen Approbationsverfahren in den Herausgeberkonferenzen. Die römische Gottesdienstkongregation war beteiligt, weil diese Texte ja dann auch Liturgietexte werden. Und da war eine förderliche, positive Annahme auch dort gegeben, das muss ich sagen. Also, ich fasse zusammen. Hier heißen die Worte genau, komplett, was die Textgrundlagen betrifft und hoffentlich weiterhin verständlich mit einem Effekt der Frische und manchmal auch vielleicht des Innehaltens, aber das befördert vielleicht auch die geistige und geistliche Aufmerksamkeit. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Bischof Wanke. Schön, dass Sie es überlebt haben. Wir wünschen Ihnen noch viele gute Jahre. Einer, der es auch überlebt hat im Verlag Katholisches Bibelwerk, ist Herr Kuhn, den ich auch herzlich begrüße. Er ist schon viel länger im Bibelwerk, hat das ganze Projekt betraut. Also das Bibelwerk kann nachher noch fröhlich befragt werden. Und aus unserem Haus, wir haben eine eigene Arbeitsstelle Bücher der Kirche. Herr Dr. Ronge leitet die, hat das nach dem Tod von Dr. Ilkner übernommen. Da kommt vieles dann, wie Bischof Wanke gerade schon sagte, zusammen. Herr Bischof Hofmann, wir dürfen Sie um Ihr Wort bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Bibel, die Heilige Schrift, hat natürlich einen besonderen Stellenwert in unserem Lebensvollzug. Das betrifft sowohl das persönliche Glaubensleben als auch das Gemeindeleben mit entsprechenden wissenschaftlichen, theologischen Untersuchungen oder auch entsprechenden Schulunterricht. Vielleicht wird die Frau Dr. Brockmüller nachher noch dazu Stellung nehmen. Die Bibel ist aber auch eine unverzichtbare Referenzgröße für Literatur, für bildende Kunst und Musik. Sie ist gewissermaßen ein Generalschlüssel zu einem nicht unerheblichen Teil unserer Kultur- und Menschheitsgeschichte. Vor allem aber ist das biblische Wort Gottes unverzichtbarer Bestandteil des kirchlichen Gottesdienstes, dessen Mitte ja Christus selbst ist. Wort und Handeln der Liturgie schöpfen durchgängig aus der Heiligen Schrift, sei es ein wörtliches Zitat, sei es direkte Bezugnahme.
zum Text. Das gilt natürlich auch für den Textbestand eines jeden liturgischen Buches. Und hier nehmen die Lektionare, also die Sammlung biblischer Lesungen für die Feier der Heiligen Messe, eine Sonderstellung ein, da sie zu nahezu 100% biblischen Text wiedergeben. Die revidierte Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift ist der biblische Wortlaut, der künftig im ganzen deutschen Sprachgebiet gelten wird. Dass diese neue Einheitsübersetzung auch in der Liturgie Einlass finden muss, ist selbstverständlich. Und so war es uns, Bischof Dr. Wanke hat schon darauf hingewiesen, wichtig, dass von Anfang an die Weichen richtig gestellt wurden und gleich auch die Voraussetzungen angegangen wurden mit dem Blick auf die liturgischen Bücher. Es mussten ja die Texte, es wurde auch schon gesagt, sowohl von den Bischöfen, von den Bischofskonferenzen, den Erzbischöfen rekognosziert, approbiert werden und dann durch die Vatikanische Gottesdienstkongregation rekognosziert werden. Und diese Arbeitsprozesse auf verschiedenen Ebenen haben sich als fruchtbar erwiesen, gerade auch im Blick auf unser Grundanliegen eines sprachlich wie wissenschaftlich integren Gesamtwurfs. Die liturgischen Bücher, vor allem die Messlektionare, aber auch das Stundenbuch, werden mit der neuen Übersetzung ediert werden. Wir brauchen allerdings etwas Geduld, denn einen gesicherten Textbestand zu haben, ist das eine, und die Aufbereitung in redaktioneller wie drucktechnischer Hinsicht ist das andere. Wir werden sukzessiv die liturgischen Bücher mit der neuen biblischen Textfassung ausstatten. Dabei werden wir mit den einschlägigen, dringend benötigten Büchern beginnen. Ich denke hier vor allen Dingen an die neuen Messlektionare, die nach und nach angepasst werden. Außerdem wird der Text beim Nachdrucken in die verschiedenen Ritualien aufgenommen. Und dann wird er natürlich auch beim Stundenbuch Eingang finden müssen. Wir können für diese ganzen Vorgänge noch keinen genauen Zeitplan vorlegen, aber so viel kann ich schon sagen, die Vorbereitungen und die Abstimmungen zur schrittweisen Implementierung der neuen Einheitsübersetzung sind bereits in vollem Gange. Und ich freue mich heute schon darauf, wenn wir die ersten neuen Bücher in der Liturgie auch verwenden dürfen. Bischof Wanke, ganz herzlichen Dank für die über 10 Jahre dauernde Erarbeitung einer moderaten, revidierten Bibelübersetzung. Und ich glaube, wir haben jetzt doch ein Werk in den Händen, das uns auf Zukunft hin hoffentlich auch von biblischer Seite eine große Nähe zu den Menschen schaffen wird. Ich sage 30 Jahre. Jo. Das ist schon eine Leistung. Vielen Dank, Herr Bischof Hofmann. Es war heute Morgen im Plenum doch, kann man sagen, Herr Bischof Hofmann, nicht Ergriffenheit zu spüren, als jeder Bischof eine Bibel in der Hand hielt. Sie lernen hier neue Vokabeln wahrscheinlich, Approbierung, Rekognisierung ist durchaus ein komplexes Thema. Frau Dr. Brockmüller, Sie haben das Wort. Ja, hallo. Ich soll zunächst mal erklären, was Bibelwerk eigentlich ist. Das sind eigentlich zwei Institutionen unter einem Namen. Das eine ist der Verlag, der die Bücher produziert, und das andere ein Verein von Gläubigen und gleichzeitig die Bibelpastorale Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Nur damit Sie das, vielleicht haben Sie sich schon gewundert, so viele Leute und alle sind Bibelwerk, wie passt das eigentlich zusammen? Da bin ich auch schon bei dem, was mich am meisten freut, dass eigentlich schon für die erste und jetzt dann alte, man weiß noch nicht genau, wie man sagen soll, die gewohnte Einheitsübersetzung, der Impuls aus den Gläubigen, aus der Bibelbewegung kam, schon vor dem Zweiten Vatikanum wurde schon der Entschluss gefasst. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Zusammenspiel von wissenschaftlicher Exegese, von Lektüre der Gläubigen und verfasst der Kirche, die dann alles organisiert hat. Und jetzt kommt das Buch quasi zu denen zurück, die dann dafür verantwortlich sind, dass die Gläubigen das lesen, dass sie Materialien haben, dass es Kurse gibt, Begleit und sowas alles. Sie sind aber wahrscheinlich neugierig, ein paar Beispiele zu hören. Und da möchte ich Ihnen gerne welche vorstellen. Sie finden auch auf der Homepage bibelwerk.de. Ab heute Nachmittag können Sie da eine Liste, die wir zusammengestellt haben, weil so eine Konferenz, da kann man 2, 3 Beispiele nennen, aber vielleicht wollen Sie ein bisschen mehr gucken. Also etwas, was in der Bibelarbeit von sehr vielen lang ersehnt war, war ja die textkritische Konjunktur oder Aufnahme der Junia. Paulus grüßt in Römer 16,7.
eine ganze Reihe von Leuten und da war immer ein vermeintlicher Junias dabei und die meisten Textzeugen haben doch da eine Frau. Und von daher haben wir jetzt eine herausragende Apostelin in der Grußliste, was ein schönes Zeichen ist. Das passt auch gut dazu, dass vor allem in den Paulusbriefen, wo Adelphoi als Anrede an die Brüder geht, man sich jetzt entscheiden konnte, Brüder und Schwestern zu schreiben, weil sie auch einfach inklusiv angesprochen ist, die Gemeinde. Für mich persönlich würde ich immer bei Psalm 1 anfangen und ich glaube, die Psalmen werden vielleicht bei der Lektüre die größte Herausforderung sein, weil das Texte sind, mit denen man so vertraut ist, die man liebt, die man auswendig kennt. Und gerade aber in den Psalmen, in dieser poetischen Sprache, ist die Übersetzung halt noch mehr ein Kunstwerk. Und da kann man sehr viele Veränderungen finden, die immer, wie Herr Bischof Wanke so schön gesagt hat, näher an dem Sprachklang eigentlich versuchen zu bleiben. Das fängt schon an im Psalm 1, das fängt an mit selig. Viele haben das Wohl auch nicht mehr hören können. Also dürfen sie sich jetzt selig fühlen, die Männer allerdings. Und was ich auch sehr gelungen finde im Psalm 1, wenn Sie weiterlesen, da hieß es bisher, die Frevler stürzen in den Abgrund. Und eigentlich ist das Bild mit den Frevlern, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und im Hebräischen steht dann auch Tovet, also ihr Weg verliert sich. Also die müssen da nicht mehr das Bild haben von Menschen, die über den Abgrund gestürzt werden, was auch nicht das biblische Bild ist, sondern einfach solche Lebenswege haben keinen Bestand. Das ist die Aussage. Was sicher für viele große Implikationen hat und Leute, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, reagieren sehr unterschiedlich darauf, dass in Exodus 3, in der Offenbarung am Dornbusch, der Gottesname jetzt nicht mehr etwas deutender mit Ich bin der Ich bin da wiedergegeben ist, sondern einfach Ich bin der Ich bin. Das ist auch viel näher an der hebräischen Sprachform. Es ist eigentlich offener, aber da wird sicher im Religionsunterricht, in der Katechese, muss man Wege finden, wie man sozusagen darüber spricht. Was mir auch gut gefallen hat in meiner ersten Lektüre, ich habe nicht mitgearbeitet, ich habe einfach gelesen jetzt, ist in der Offenbarung Exodus 19, 20, da hieß es bisher, und Gott sprach im Donner, und das ist auch etwas nicht ganz korrekt übertragen, denn eigentlich spricht Gott mit einer Stimme, und es ist jetzt übersetzt mit verstehbarer Stimme, spricht Gott. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Man muss nicht mehr denken, dass Gott im Donner spricht und kein Mensch kann es verstehen, sondern man versteht ihn. Hier habe ich noch von den Emmaus-Jüngern, aber was ich noch entdeckt habe und Ihnen an der Stelle mitgeben möchte, wo man auch nochmal sieht, wie die Sprachgewalt eigentlich des Textes deutlicher wird, ist bei der berühmten Szene in Lukas 4, die heißt auch nicht mehr Ablehnung Jesu in seiner Heimat, sondern sie heißt Antrittsrede Jesu. Und er schlägt die Rolle auf in der Synagoge und liest diesen Jesaja-Text vor, dass den Armen das Evangelium verkündet wird, die Gefangenen freigelassen werden und den Blinden können sehen und sowas. Und dann heißt es nicht mehr, dass die Leute staunen darüber, wie begnadet er reden kann, sondern sie staunen über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kommen. Und damit staunen sie über den Inhalt des Zuspruchs und nicht mehr darüber, dass einer halt irgendwie schön reden kann. Das finde ich sehr gelungen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie es weitergeht. Also natürlich, alle sind aufgefordert zu lesen. Das ist mal das Wichtigste, was man mit diesem Buch tun kann. Nächste Woche wird eine Konferenz sein in Passau, der Diözesanleiter des katholischen Bibelwerks. Und da haben alle deutschen Diözesen quasi ihre Diözesanleiterinnen und Diözesanleiter. Da werden diese Leute geschult, was die Einheitsübersetzung betrifft, werden sich damit beschäftigen, sodass dann ab Oktober in jeder Diözese wenigstens eine Person ist, die sich schon mal intensiv mit dem Text beschäftigt hat und die dann als Multiplikatoren dienen können. Wir werden natürlich auch Material zum Lesen bereitstellen, eine Arbeitshilfe, alles dann, wenn das Buch wirklich auch auf dem Markt ist. So viel von meiner Seite. Persönlich kann ich Ihnen nur noch mitgeben, gucken Sie mal, lesen Sie. Ein Bibeltext ist immer eine emotionale Sache. Vielleicht sind Sie irritiert. Dann müssen Sie schauen, wie Sie mit Ihrer Irritation umgehen, ob Sie sagen, ich will nichts Neues, oder ob Sie sich einfach darauf einlassen, was Neues auch zu entdecken und das Buch Ihnen hilft, die Stimme Gottes zu hören. Vielen Dank, Frau Dr. Brockmüller. Ihre Fragen und des Podiums Antworten. Herr Dobrinski, bitteschön. Sie kriegen ein Mikrofon, wir haben einen Livestream. Danke, Herr Dobrinski.
Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung, was meine Redaktion elektrisiert. Was ist mit der Jungfrau in Jesaja? Ist sie ja, noch Jungfrau? Denken Sie an den Artikel in der Welt, ja, von Ihrem Kollegen. Ja, also das ist ein Missverständnis. Der hat noch nichts von katholischer Bibelhermeneutik verstanden, Ihr Kollege. Also die Jungfrauengeburt ist da keineswegs sozusagen fotokopiert im Blick auf die Zukunft, sondern das ist der alte Text. Vielleicht hat der Prophet an das Königskind gedacht als Verheißungszeichen. Interessant sind die Angaben, auch die Tempora in diesem, nicht? Das ist ein Geschehen, das sozusagen deutlich macht, Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Junge Frau ist eindeutig philologisch die alte Bedeutung und erst ab Septuaginta kommt Parthenos, die Jungfrau. Aber der Glaube an die jungfräuliche Empfängnis des Herrn hat andere Implikationen und Ursachen auch und in der hermeneutischen Entwicklung als die Jesaja-Stelle. Herr Perske, hier vorne, Herr Dahm, kommen Sie nach vorne. Danke. Jörn Perske von der Deutschen Presseagentur. Eine ganz praktische Frage, wann kommt die Bibel denn in den Buchhandel? Zu welchem Preis ist sie zu haben und in welcher Auflage wird sie erscheinen? Also, so wenn es funktioniert, dann kommt sie zum Nikolaus. Noch nicht in allen Ausgaben, die es dann geben wird. Schwarz-Weiß, ein erstes Exemplar wird es geben. Ich glaube, zwei Fassungen davon. 9,95, glaube ich, kostet es. Die Auflage weiß ich gar nicht. Vielleicht schauen wir mal zu den Herren vom Verlag. Nachfrage dazu, Herr Ahrens. Hier im Text steht ab neuem Jahr und nicht ab Nikolaus. Was stimmt? Ja, das neue Jahr ist halt die Sicherheitsvariante und der Nikolaus ist das Geschenk. Das ist die Überraschung, ja. Aber wie sollen wir das jetzt schreiben? Wir schreiben Sie zu Nikolaus. Die Sicherheitsvariante. Nee, es wird einfach nicht alle Ausgaben geben. Also es gibt ja verschiedene Ausgaben der Bibel, kostbarere, weniger kostbare, größere, farbig, schwarz-weiß. Auf jeden Fall Schwarz-Weiß-Ausgaben sollen zu Nikolaus da sein. Die gesamte Palette ab 2017. Ja, ab 9,45, ja, glaube ich. Und dann geht es aufwärts. Herr, 9,45 ist der Startpreis und dann geht es up to the heaven. Herr Juchem, bitte. Das Mikrofon, bitte. Ja, Roland Juchem, Verlagsgruppe Bistumspresse. Die Gemeinden sollen ja sukzessive mit Lektionaren ausgestattet werden, dann anderen liturgischen Büchern. Manche haben ja auch sehr aufwendige Evangeliare. Welche Übergangsfristen kriegen die denn? Wie kann das da gehandhabt werden? Ich denke, dass da noch praktische Fragen aufkommen. Wir werden auf jeden Fall nach den Jahreskreisen vorgehen. Also das erste Lektionar wird zum Lesejahr B 2018 da sein. Und dann sukzessive folgend die anderen C und danach kommt erst A, damit die liturgischen Bücher, die gebraucht werden, zu ihrer Zeit auch vorliegen. Kollege hier vorne mit Herr Dahm. Ja, Christian Prüfer, Evangelischer Pressedienst. Es erscheint ja jetzt pünktlich zur Buchmesse am 19. Oktober, also ist jedenfalls geplant, dass da eine weitere Bibel erscheinen soll, nämlich die neue Revision der Lutherbibel. Frage, war denn das geplant, dass das zeitlich so eng zusammenliegt und wenn nicht, wie bewerten Sie das, dass das jetzt praktisch ja fast zeitgleich zwei Bibeln erscheint? Ich bin Bischof Kähler, der ja die Leitungstätigkeit dort in dem Lenkungsausschuss, wie es dort hieß, hatte, sehr freundschaftlich verbunden. Er war ja Thüringer Landesbischof. Das ergab sich, das muss man ehrlich sagen, ergab sich jetzt so auch durch den länger andauernden Approbationsprozess bei uns. Aber es ist ein schönes Zeichen und ich werde in der Frankfurter Buchmesse auch mit dabei sein, sodass das ein gewisser Synergieeffekt ist und auch vielleicht hilft, beide Übertragungen, es ist ja auch dort eine moderate Revision, auch gegenseitig wahrgenommen und geschätzt werden. Frau Brockmeiler? Also was evangelisch-katholisch betrifft, es wird am 7. Februar in Stuttgart eine Bibeltagung geben, wo man beide Bibelübersetzungen würdigt. 9.
Bitte. Doch, 9. Also 9. Februar. Sind nicht ganz einig. Also da kriegen Sie bestimmt noch eine offizielle Einladung. Gegenseitige Wertschätzung der Bibel ist der Plan. Vorne bitte, Mikrofon bitte. Kon zur Fulda Zeitung. Frage, eine ökumenische Einheitsübersetzung war nicht im Gespräch oder geplant? Ja, die hatten wir ja auch vorher nicht. Ich hatte schon angedeutet, es gab dann im Nachgang eine Anerkennung der Evangelien und der Psalmentexte, wobei dort evangelische Fachleute seinerzeit schon mitgearbeitet hatten. Aber in den, es war so in den Jahren 2001, 2, wann kam denn dann diese berühmte Instruktio? Da ist eine römische Instruktio bezüglich der Übersetzungen erschienen, die hat Irritationen ausgelöst. Liturgiam Authenticam, 2006, glaube ich, ist die erschienen. Ja. Und da war der Eindruck erweckt worden, bezog sich im Wesentlichen nämlich auf an sich liturgische Übertragung. Man müsse aus der Neo-Vulgata übersetzen. Und das hat die evangelischen Mitchristen erschreckt. Und dann gab es so formale, verfahrenstechnische Fragen, sodass es da nicht im Vorhinein, sagen wir mal, unsere katholische Einladung einer evangelischen Mitwirkung an der Revision, dass die damals nicht angenommen werden konnte. Was ich bedauere, weil nämlich Liturgiam Authenticam faktisch keine Bedeutung für unsere Revisionsarbeit gehabt hat, sondern wir übersetzten wie eh und je aus den Urtexten. Das ist für uns genauso selbstverständlich. Herr Ronge, von wann ist die Instruktion? 2001, nur so die Jahreszahl richtig. Herr Kollege. Markus Haug, bis zum Würzburg. Wir haben bei uns im Social-Media-Bereich schon viele Anfragen, ob es dann diese revidierte Einheitsübersetzung dann auch als App zum Beispiel geben wird. Als App, also als elektronische Version. Ja, sicher, Schritt für Schritt. Also jetzt kommen erstmal die Buchausgaben und so schnell es geht, natürlich, was Standard ist heute, wird gemacht werden. Herr Ringeifel. Eine theologische Frage. Wie ist es jetzt mit dem Gottesnamen? Jahwe kommt nicht mehr vor, aber auch nicht die 4 Großbuchstaben. Ja. JWH, also, wie wird das jetzt gehandhabt? Ja, warum? Haben wir die gute und sehr schöne, auch gesamtkirchlich angeregte Variante, dass wir immer für den Jahwe-Namen, der für jüdische Ohren ja nicht aussprechbar ist, für der Herr in Kapitelchen, also in Großbuchstaben einsetzen. So ist die Lösung, das ist durchgängig so und entspricht auch einer weltkirchlichen Weisung. Auch gerade für den christlich-jüdischen Dialog ist das sehr wichtig und daran haben wir uns gern gehalten. Also der Herr, nicht? Herr Dürz, Mikrofon ein bisschen. Dürz, Generalanzeiger, Bonn, Herr Bischof Anke, die bisherige Einheitsübersetzung wurde ja auch von der evangelischen Kirche für ökumenische Gottesdienste ja als Text anerkannt. Wie ist das jetzt? Gab es schon Gespräche, dass bei künftigen ökumenischen Gottesdiensten auch die neue Einheitsübersetzung als Grundlage genommen werden kann? Also wie es damals zwischen den Ratsvorsitzenden und dem Mars Lehmann schon ausgemacht war, formell noch nicht. Aber erstens weise ich darauf hin, jeder Prediger bestimmt die Textart, auf die er seine Predigt aufbaut. Das ist eine alte Sitte, die wird noch beibehalten werden. Wir werden aber mit Sicherheit, das wird sich auch beim Bibelkongress dann zeigen, der eben angedeutet wurde im Januar, ein so weites gemeinsames Verständnis haben, dass wir gegenseitig die Benutzung, ja, ich vermute, der revidierten Luther-Ausgabe und auch der revidierten Einheitsübersetzung, also empfehlen werden. Also das wäre mein Wunsch, dass das gelänge, sodass das kein Streitpunkt wird. Ich denke, dass auch unsere Übersetzung, speziell auch beim Neuen Testament, kann ich das auch sagen, soweit ökumenisch ist, soweit auch dem Konsens, auch der Auslegungstradition der heutigen Zeit entspricht, dass es da keine sachlichen Problemlagen gibt. Dankeschön. Also das wäre die Offenheit, da könnte man ein bisschen das
was damals nicht gelungen ist, wieder ins gerade rücken. Da ich keine weiteren Fragen sehe, danke fürs Interesse. Frau Brockmüller, die beiden Herren Bischöfe, auch der Verlag Katholisches Bibelwerk stehen auch für Einzel-O-Töne gerne zur Verfügung. Vielen Dank und wir sehen uns spätestens morgen beim nächsten Pressegespräch. Dankeschön.